Und da sind wir wieder, meine Damen und Herren, beim neuen Part von Let's Play Minecraft auf dieser wunderschönen Insel. Ich würde sagen, dass wir gleich wieder losschlendern und erstmal ein paar Schafe killen, damit wir nicht 3 Jahre lang wieder in der Nacht bleiben, sondern gleich loslegen können am Tag. Und indem wir Schafe töten, das war schon angeschlagen, ich frage mich warum. Da ist noch ein Schaf. Das massakrieren wir auch erstmal. Und dann suchen wir das dritte Schaf, damit wir nicht einsam mit 2 Stückchen Wolle sterben. Weil das wäre schon traurig. Und da haben wir sie. Aber vorher werde ich sie paaren, damit das liebe Kindchen zusieht, wie seine Eltern sterben. Ehrlich gesagt, seine Mutter. Hätte ich mein Weizen mitgenommen. Tja, so schnell kann es gehen. Tja, das nennt man mal Bug. Sowas ist nicht schön. Nein, nein. Nein, nein, sowas ist nicht schön. Ja. Dann werfe ich euch mit euren eigenen Eier ab. Boom! Ah, stirb, ich will kein Kind. So, getötet. Und du stirbst auch, ich möchte Hühnchenfleisch. Hey, stirb, sagte ich. Und du auch. Federn bringen Glück. Wenn man sie nicht gerade am Kopf hat. Hey, ja, ja, hey, ja, ja, ja. Ich möchte aber auch gern wissen, was diese Steinkluppen hier zu suchen haben. Sieht zwar recht realistisch aus da. In der offenen Welt gibt es laut meinen Erkenntnissen auch überall Steine. Zwar sind das meistens Steinwege, aber hey, Steine scheinen. Ciao, Hühner. War nett, euch nicht gekannt zu haben. So, auch ein paar Bäume fällen, damit wir schönen Überschuss haben. Und damit wir uns nicht zu Tode langweilen, wenn wir gerade sterben. Nö. Nö. Ach, scheiß drauf. Nö. Nö. So. Hätten wir das auch geschafft. Das war die Qual des Tages. So schnell kann es kommen, meine Damen. So schnell kann es gehen, meine Herren. Und so schnell kann es kommen, meine Hühnchen. Es kann kommen, gehen und backen. Nicht backen, backen. Backen. B-U-G-G-E-N, glaube ich. Und was ich auch hübsch finde, ist das hier. Also, das nenne ich mal ein Fluss und nicht so ein Fnorzk, wie es Minecraft nennt. Das nenne ich wirklich einen reißenden Bach. Schön seicht. Hier wird es wieder ein bisschen tief. Aber hier fühlt man sich schon gleich wohl, wenn man da hier durchschlendert und erinnert ein wenig an Skyrim, wenn man gerade von Flusswald wieder nach Windhelm zieht. Aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Zwar sind es die ersten 15 Spielminuten, in denen das passiert, aber hey, spoilern, spoilern. Und ich mag zwar spoilern Auto, aber Game-Spoiler, die sind nicht hübsch. Und ich nehme auch liebend gern hier die Steine mit. Damit halt. So, gehen wir hier durch. Das ist ein schönes Terrain. Versuchen wir jetzt unser Haus wieder zu finden. Das wäre schon schön. Hallo? Hallo? Home sweet home. Tintenfisch. Home sweet home. Na, geil. Die ersten Spielminuten und schon das Haus verloren. Tja, jetzt wissen wir, welche Mod ich in der nächsten Folge reinsetzen muss. Oder ich schummel mal ein bisschen und mach weit. Denn das hilft auch nicht sonderlich viel. Ah, da haben wir es ja. Da hinten. Jetzt, zwar hat es geholfen, ich wäre beinahe in die falsche Richtung gelaufen, aber jedenfalls wissen wir, dass da das Dorf ist. Und dass wir Waze Minimap als Modifikation hinzufügen müssen. Au. Und gleich als nächste Aktion, die wir machen können, ist hier für die Landwirtschaft sorgen. Indem wir den Kies hier wegmachen und dafür Erde hinsetzen. Ist das nicht schön?
Ich wünschte, ich hätte eine Schaufel, um das zu machen. Aber hey. Das interessiert mich nicht, was andere denken. Und jetzt sehen wir zu. Flop, 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 flop. 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 Haben wir hier schon ein schönes Terrain. Können hier die Erde abbauen. Und dann schön Weizen anbauen. Und da das recht in der Nähe meines Hauses ist, könnte ich ein Kies-Totem bauen, damit ich merke, da ist also mein Weizenfeld. Kann ich eigentlich auch jetzt schon anfangen. Zip, 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 zip. Hier ist der Kies-Totem. Zwar sprießt das nicht gerade von Realismus, aber das interessiert uns doch nicht. Und mir kam gerade eine geniale Idee, dass wir das so machen. So sei es gesagt, so sei es beschlossen. Und falls die Sounds zu laut sind, was ich die Befürchtung habe, werde ich es vielleicht in der nächsten Folge verbessern. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. So hätten wir jetzt eine instabile Weizenproduktion. Aber kein Weg, wie man zurückkommt. So. Hier hätten wir unseren Toten. Hier hätten wir auch unsere vier Wolle, die wir gleich benutzen können, um unser schönes Häuschen, um ein Bett erweitern zu können. Zip, 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 up, up. Puh. So, düdüdümp. Büdüdümp. Bump, ein Bett. Was ich aber auch noch cool finden würde, wäre die Möglichkeit, Entschuldigung, wäre die Möglichkeit, das Bett zu färben. Das wäre schon schön. Anstelle dieses rote Smog-Zeug. Jetzt gehen wir erstmal so lange Häusler, Häusler, Häusler fällen, bis der Berg sich gedacht hat, Terrain bilden zu können. Und die Map ist natürlich auch in der Beschreibung zum Download. Das muss ich sogar, weil sonst kriege ich Ärger vom Publisher der Map. Und das wäre nicht so schön. Weil dann müsstet ihr blöde Werbung sehen. Und das möchte ich gerade zielen nicht. Da Werbung selber gucken nervt. Zwar würde es mir Geld einbringen, aber da ich eh kein Geld derzeit mit YouTube verdienen will, möchte ich, dass ihr meine Videos schön ohne Werbung genießen könnt. Und meine neuen Videos, eher gesagt all meine Videos, die ich derzeit habe, bis auf ein paar, sind ohne Werbung und bleiben auch für immer ohne Werbung. Bis auf die neuen Videos, wenn ich dann mal Werbung machen will, dann kommt Werbung und dann seid ihr geschissen. Geschissen! Badum. So, jetzt sorgen wir ein wenig für Realismus in unserer Hütte. Dump, dump, dump. Dump, dump. Das wollen wir nicht machen. Und so sieht auch viel realistischer aus. Theoretisch, was mir gerade einfällt, könnten wir hier den lieben Keller bauen. Wäre doch auch eine Idee, aber vorher möchte ich eine Schaufel bauen, da mir das Bing zu nervig ist. Zip, 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 blub, blub, blub. Die Steinschaufel sieht zwar ehrlich gesagt eher nach einer Eisenschaufel aus, aber hey, es interessiert mich nicht. Und bevor die Zombies jetzt spawnen oder so, gehe ich schlafen. Z, so wie immer. Warte kurz, ich möchte was gucken. Ja, ich habe die Umschalttaste gedrückt, das ist nicht schön. Die Shift. Oder? So viele verschiedene Namen. Verwirrend. Das passt.
nicht. Ja, ich glaube, das müsste passen. Bin mir aber nicht so sicher. Ehrlich gesagt, Interesse null. Ja, Mausrad funktioniert immer noch. So, jetzt müssen wir eine gemeinsame Höhe dafür finden und am besten schnell dafür sorgen, dass Licht hier reinkommt. Lol. Bett hat Boden. Wir werden hier unten schlafen. So. Sup. Entschuldigung. Hier, das wäre unser Obergeschoss. Hier ist das Untergeschoss. Dass wir auch noch gleich einkleiden werden. So wie es sich für ein Geschoss gehört. So. Und theoretisch könnten wir hier. Nee, die Mine bleibt oben. Hoffentlich treffen wir jetzt nicht die Mine, weil das wäre schon schön blöd. Mal kurz gucken. Das Teil beginnt hier. Das ist 386, 133. Jupp, da ist die oberste Kante und hier muss auch die oberste Kante sein. Zwar sieht das da hier viel geräumiger aus, aber who cares? Hier ist mein Bett, Sleeping Room. Plupp. Und theoretisch könnte ich es jetzt auch noch einkleiden, was ich auch gleich machen werde. Und so, das sieht doch schon schön aus. Zwar werde ich hier nur den Boden machen, weil so ein Übergang sieht auch schnuckelig aus. Und das gibt auch einen Höhlenflair. Flair, Baby. Flair. Messer und Gabel sind da, um Menschen zu töten. Das wissen wir bereits aus die Sims. Jetzt werde ich erstmal die Treppe für Hunter down. Yeah. Screw you. Mausch. Zip. Jetzt fehlt nur noch eine Treppenstufe. Und das ist die Problematik. Jetzt haben wir für immer 3 Treppenstufen. Aber dafür sieht das hübsch aus. Naja. Man sollte lieber hübsch definieren. Das war in diesem Update, dass man Treppen hochrennen kann. Jupp, das war in diesem Update. Das ist schön. So, hier ist der Übergang geschaffen. Jetzt muss nur noch hier der Übergang stehen. Und wie ich das mit Übergang meine, werdet ihr schon sehen. Und in der nächsten Folge, vielleicht, womöglich, werde ich erstmal damit beginnen, Rohstoffe zu sammeln. So sieht es doch gleich hübsch aus. Jupp. Das sieht doch hübsch aus. Und ich finde, das war's auch für diesen Part wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Cekul.